noch was trinken. Essen, finden wir gleich die Bären, die erstmal. Ich versuch's trotzdem jetzt nochmal. Vielleicht kann mir einer von den Neuen gerade mal sagen. Wie ich Hasen in meine Falle kriege. Ich habe hier eine Falle hingestellt und da vorne und da. Und das ist schon seit 2 Tagen oder so, also jetzt echten Tagen, nicht Spieltagen, warte ich darauf, dass hier mir mal ein Hase da reingeht. Also seit 3 Tagen. Toll. Toll. Scheiße. Der schütten kann da lang, aber ich nicht. Mir geht kein Hase in meine Falle. Muss ich da was reinlegen? Oder einfach warten? Oder funktioniert das noch nicht gut? So. Das haben wir schon mal. Jetzt brauche ich meine andere Axt wieder. Ja, toll. Jetzt ist die hier. Jetzt sind da wieder keine Federn mehr dran. Naja, zwei habe ich. Achso, okay. Und die Loks, die ich hier vorne hatte, sind jetzt auch alle weg. Das heißt, ich kann jetzt wieder Echsen jagen. Hacken kann ich wieder. Ach, ich muss in der Nähe bleiben. Okay. Ich dachte, das funktioniert dann von alleine. Muss ich da quasi reinjagen? Sowas hatte ich mir auch schon überlegt. Hui. Wo habe ich jetzt den? Da unten. Hier ist er. Zack, zack. Zack. Hoffentlich funktioniert der Schlitten jetzt nochmal ein Rückpferd, dass ich wenigstens die Loks erstmal wieder wegbringen kann und dann speichern kann. Das wäre nett. Na los, hopp. Ich brauche mehr Federn, damit die schneller funktioniert. Blöde Axt. Hopp. Schnapp, schnapp. Zwei noch. Zwei müssten da noch drauf gehen, oder? Oder nur einer? Wo ist der? Da. Da ist ein Reh. Ja, egal, das hole ich mir später. Ach, verdammt. So, dann hoffen wir mal. Betet mit mir. War schon mal nicht so toll. Oh. Darkness of Jung, vielen Dank fürs Abonnieren. Ich habe mich nur gerade erschrocken, weil ich gerade so in Gedanken war. So, jetzt nochmal. Okay, jetzt funktioniert's. Dieser Schlitten bereitet mir nämlich sehr Kopfzerbrechen. Aber es funktioniert. Jetzt können wir rammeln. Und hoffentlich, das geht auch mit den Reinjagen. Es gibt ein Ureinwohnerhaus, da sind viele Hasen, wäre vielleicht etwas. Oh, es gibt ein Ureinwohnerhaus, wo Hasen sind. Da könnte man mal gucken. Ich habe mich halt erst mit der Basis so beschäftigt, weißt du. Ich habe mir noch nicht so genau mit den Ureinwohnern angelegt. Also ich habe mich noch nicht mit denen angelegt und ich habe mich auch noch nicht so wirklich so loslassen. Sehr gut. Wir bauen auf dieser Seite weiter. Und einen noch. So, speichern. Also ich hab mich zwar schon ein bisschen umgeguckt auf der Insel, ich habe auch schon ein paar andere Häuser gebaut, wie ihr hier sehen könnt, so da hinten und da so ein paar Speicherpunkte halt, aber
So richtig habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt mit den ganzen, weil ich finde, die Höhlen sind sehr verbuggt. Also man findet die ja meistens in Höhlen. Und da habe ich einfach so meine Probleme mit, leider. So, guck mal, da sind Hasen. Ah, vielleicht finde ich die Hütte ja mal noch. Waschbären können da nicht reinrennen, oder? Nur Hasen. Das wäre nämlich auch gut, wenn da ein Waschbär reinrennen würde. Oh, guck mal, sie ist zu. Ja, ist aber wieder nichts. Doch, da ist ein Hase drin. Haha, da ist ein Hase drin. Guck mal. Wie kriege ich den? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hab ich ihn im Inventar? Wo ist er denn jetzt? Ah, ich habe ihn in der Hand. Kommst du jetzt in die Hasenfalle? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Nach Jahren der Vorbereitung. Es hat funktioniert. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten, dass die rammeln. Rammeln sollen sie. Babys machen. Kleine Hasenbabys. Und dann verkaufe ich die an die Eingeborenen. Und die lassen mich dann hoffentlich endlich in Ruhe. Das muss gespeichert werden. Also das Speichern in diesem Spiel ist klasse. Das funktioniert super gut. Das muss ich dem mal lassen, dem Spiel. Aber der Rest, naja. Nee, also generell macht das Spiel Spaß, sonst würde ich es nicht spielen. Aber es ärgert mich halt, dass hier so einige Teile noch sind, die so nicht gut funktionieren. Schnell ein paar Dinger gegessen. So. Sehr gut. Hier machen wir weiter. Loslassen ist noch. Ich hab's gewusst. Gleich neu. Okay, immer wenn ich das Ding wieder loslasse, hakt es. Es sind noch 10 Tage bis zum nächsten Update. Ich könnte mich sehr aufregen. Ich hoffe, die fixen das dann im nächsten Update. Alter, oh, ich guck mal ganz kurz, wie alles zuguckt. Es sind gerade 10 Zuschauer, meine Lieben. Was ist denn da los? Habe ich heute Geburtstag? Ein schlechter Witz. Oder nee, ich gehe jetzt lieber nicht raus, wenn es lädt. Nicht, dass es sich aufhängt. Das wollen wir ja nicht. Alter. Gleich noch einen Schluck Granini-Saft. Pfirsich. Granini-Trinkgenuss. Es geht weiter. So, unser Hase ist wieder da, wo er sein soll. Das Ding machen wir jetzt mal hier kaputt. Los. Und ich hätte gern ein paar Federn wieder. Wo ist mein Schlitten da? Also jetzt müsste ja wieder funktionieren. Ich hoffe es doch hier zumindest. So. Cool, jetzt brauchen wir wirklich nur noch einen Hasen. Dann vermehren die sich von alleine. Und dann brauche ich die nicht mehr jagen. Und dann habe ich überhaupt keine Nahrungsprobleme mehr. Jedes Mal dieser blöde Baumstumpf. Nee, vorhin war es ein anderer. Trotzdem. Ein Abonnent, der Kichi. Hallo, der Kichi. Vielen Dank. Ich grüße dich. So. Wenn ihr die Anfänge sehen wollt, also wie ich hier angefangen habe, ich habe auch einen YouTube-Channel. Warte mal, ich bin gerade zu weit gelaufen. Ich habe auch einen YouTube-Channel. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Da habe ich schon die ersten 3 Folgen hiervon hochgeladen. Wenn ihr da Interesse habt. Die sind auch aus dem Livestream aufgenommen, deswegen merkt man auch. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne bei YouTube abonnieren und da die Videos gucken. Ich bin gerade zu weit, aber es... Okay, funktioniert. Möwe, Möwe. Nicht die Bären essen, die Federn sollst du sammeln. So, dann mach mal kurz die ein bisschen schneller. Ich glaube so.
Sehr gut. Benutzen. Und ich mache auch andere Let's Plays noch. Falls die Frage aufkommen sollte. Nicht nur The Forest. Ich habe noch andere Spiele. Lasst euch überraschen. Ich habe, glaube ich, für jeden was dabei. So. Genug Eigenwerbung. Weiter geht's. Mit Bäumen. Nee, der geht nicht. Der hier geht. Ja, es geht schön flott mit den Federn. Aber ihr habt recht, ich werde echt gerade sehr in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht, weil ich Spiel immer wieder neu lade. Wegen dem Schlitten. Vielleicht, wenn ich mir einen zweiten Schlitten baue. Vielleicht ist der ja dann nicht mehr verbuggt, weißt du? Weil einmal kann ich den Schlitten scheinbar immer benutzen. Beim zweiten Mal bleibt er dann so hängen. Das logisch ist, weiß ich nicht. So. Wo habe ich das Ding? Da. CC. Hopp. Hopp. CC. Ich höre auch niemanden. Also ich höre weder irgendein Kreischen, noch irgendeine Melodie, noch irgendein... Was machen die noch für Geräusche? Noch irgendein anderes Geräusch. Außer ein Wind. Den Wind höre ich gerade ganz stark. Ich frage mich, warum man da nicht noch einen zweiten drauflegen kann. Naja, egal. Erstmal ganz behutsam drehen und jetzt laufen. Und zwar rennen. Ach, hier, du kannst durch die Insel fallen, aber durch den Baum kannst du nicht laufen. Ja, ist schon klar. Ah, nee. Du stehst zwischen mir und meinem Gebäude. Da läuft einer in der Hocke. Ich renn einfach. Und Hunger habe ich auch schon wieder. Hunger habe ich auch schon wieder. So, ich esse mal schnell was. Hä? Habe ich hier schon alles weggegessen? Daran müsste ich mich aber erinnern. Hä? Den Fisch da jetzt hingelegt? Ja, da liegt er. Den essen wir jetzt und den Rest hänge ich hier hin. Sehr merkwürdig. Ich finde halt doof, was ich sehr doof finde, ist, dass ich das nicht abnehmen kann, dann wenn das fertig ist und später essen kann. Ich muss mich halt immer hiervon ernähren. Direkt. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Weißt du, man hat ja schließlich auch sowas wie eine Snackbar da oben. Habe ich mir ja gebaut, kann ich euch kurz zeigen. Für die Neuen unter euch. Das mit den Treppen ist auch total doof. Naja, besser als nichts. Hopp. Hier habe ich mir eine Snackbar gebaut. Hier könnte man ja perfekt auch so ein paar Fische und so, die geröstet oder gedörrt sind, reinpacken. Oder ein paar Karnickel. Aber nö. So, weiter geht's. Loks. Loks, Loks. Ah, ich baue hier das gerade auch doof. Weil ich hier ja immer durch will. Ich glaube, ich lasse hier gleich mal eine Lücke. Oder ich baue hier doch noch eine Tür rein. Dass ich hier immer, weil ich ja immer von hier komme quasi. Aber ich lasse jetzt mal eine Lücke dazwischen, dass ich da immer durch kann, bis das Ding fertig ist. Sonst muss ich halt immer hier vorne ran. Durch meine fliegende Tür. Hui. So, einmal rumgelaufen. So, warte, wir speichern. Wir speichern vorsichtshalber. Kennen wir ja schon das Prozedere. Weil jetzt fliegen wir wieder durch die Map. Bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder durch die Map fliegen.
Oder ob sie es jetzt, weiß ich nicht, aber wenn es wirklich bei jedem zweiten Mal ist, müsste ich jedes Mal einen neuen Schlitten bauen. Und ihn dann nur einmal benutzen. Ja. Es geht halt schneller mit Schlitten, gell? Das ist das Problem. Ja, ja, wir haben losgelassen. Wir haben losgelassen. Alles cool. Es hat funktioniert. Juhu, es hat funktioniert. Was ist da los? Mensch. Vielleicht ist die Stelle da auch doof. Vielleicht liegt es an der Stelle, dass ich da durchfalle. Man weiß es nicht, ne? Es kann alles sein. Ist alles möglich heutzutage. Wow. Schnapp. Aus der Luft gefangen. Weil die ja so Meter hoch fliegen. 5 Meter. Zack, zack. Zack, zack. Ihr seid gerade alle so still im Chat. Ich hoffe, der hängt nicht wieder. Kann ja mal einer kurz einen Buchstaben titten, das tippen, titten. Es tut mir leid. Da waren meine Gedanken schon wieder ganz woanders. Also tippen bitte, mal irgendwas tippen, dass ich weiß, dass der Chat funktioniert. Das wäre sehr nett. Habe ich noch Bögen? Bogen habe ich, aber einen Pfeil. Nee, ich habe keinen Pfeil mehr für ein Reh jetzt. Ah, verdammt. Flüchte nur. Tippen. Danke, Gaming Shadow 91. schön, dass du da bist. Bist du wohl auch neu. Freut mich. Irgendwie nach 11:30 kommen immer die ganzen Leute on. Vorher nicht. Vorher ist es nur. Aber ab 11:30 geht's los. Wenn alle im Bett liegen. Mit ihren Smartphones und Handys. Ist ja aber auch praktisch. Ich wünsche, das hätte ich in meiner Jugend gehabt. Aber ich hatte damals nur meinen Gameboy. Mit dem ich mich nachts ins Bett verkrochen habe und gezockt habe. Na, einer geht noch, oder? Nee. Hä? Geht nicht mehr. Ist schon wieder voll, das Ding? Okay. Okay. Es läuft. Es funktioniert. Ich laufe mal rückwärts. Miep, miep, miep. So. Sehr schön. Kein... Also ich weiß nicht, was gerade los ist, aber es wird auch gerade wieder dunkel. Ich gehe aber wieder schlafen, dass sie mich in Ruhe lassen. Ui, und jetzt hat sich's auch wieder nicht aufgehangen. Coole Sache. Sehr gut, das ist fertig. Das Fenster wieder. Ja. Schön, speichern. Möwen, Möwen. Klappt nicht ganz. Hey, wir brauchen nur noch 140. Da sind wir ganz schön gut vorwärts gekommen erstmal. Muss ich so sagen. Also als ich mein Haus hier gebaut habe, hat es wesentlich länger gedauert, weil ich den Schlitten nicht benutzt habe. Weil mir das da halt auch schon mal passiert ist. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, ich glaube, oder? Ich habe gespeichert. Also eine Fuhre schaffen wir noch, bevor die Sonne untergeht. Sollte auf alle Fälle drin sein. Ha! Geht's schneller, wenn ich drum rumlaufe? Ich glaube nicht. Das ist bloß Einbildung. Oh, nein. Nicht wieder da hochklettern, ey. Wo ist das Ding? Wo habe ich den hingestellt? Hier. Ich versuche mich auch schon extra zu beeilen, dass es hier nicht so stundenlang sich hinzieht. Aber es werden schon noch... Also, ich brauche bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Mindestens, aber ich will gar nicht mehr so lange spielen. Guck.
Also ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen. Mit dem Hausbau leider. Und ich hoffe, die Gegner bleiben auch noch weg so lange. Auch wenn das dann nicht so spannend ist für euch. Ha! Monster Kill. Aus der Luft. Wo sind jetzt die Federn? Nicht da. Toll, umsonst getötet. So, arme Tier. Da unten ist noch einer. Den holen wir auch noch. Und ich habe auch schon wieder keine Ausdauer mehr gerade, sehe ich. Wo habe ich hier schon? Oh, die Sonne. Ich hasse das, wenn die Sonne so untergeht. Das hasse ich im Real Life und das hasse ich hier im Spiel. Das haben sie gut getroffen. Das ist wie in der Realität scheiße. Wenn man das so direkt reinguckt, sieht man nichts. Beim Autofahren oder so. Oh, furchtbar. Geh kaputt. Komm schon, noch einmal. Ah, nicht geschafft, dagegen zu springen. Oh, jetzt muss ich bis dahinter laufen. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Scheiße, wenn ich jetzt angegriffen werde. Ist ungut. Wo ist der Schlitten? Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich glaube, der ist jetzt eh voll, gell? Ja. Ich hoffe, da kommt jetzt keine. Oh, nee. Das war grad... Puh. Das sah grad wieder nach viel... Jetzt hat's geleckt ganz doll. Aber wir fallen nicht durch die Map. Das ist die Hauptsache. Also ernsthaft jetzt. Der Schlitten kann meinetwegen Breakdance machen. Ja, das kann hier eine Sekunde hängen bleiben, alles. Solange wir nicht durch die Map fallen, ist mir alles egal. Ich kann jetzt gerade nicht mehr rennen, ich habe keine Ausdauer. Ich muss erst was essen. Müssen was essen. So. Da sind wir. Wir sind angekommen. Ich esse was. Hä? Hä? Hatte ich hier mal einen Fallen? Hä? Hä? Was ist denn... Hatte ich gerade 5 Hölzer auf mir? Was war denn das jetzt bitte? Ist mein Schlitten jetzt leer? Was? Okay, das war jetzt mal was, was mir gefallen hat. Da musste ich jetzt nicht hin und her rennen. Ich verstehe bloß nicht, wie das funktioniert hat. Ernsthaft. Okay, wir pennen. Oh, scheiße. Gleich wird's laut. Verdammt, ich wollte schlafen. Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Jetzt sehe ich nicht mehr so viel. Oh, da sind sogar 2, 3. Okay, da habt ihr eure Action. Aber unser Zaun sieht doch so schon ganz gut aus. Das eine Stück da hinten, die paar Stücke hier unten, schön. Ja, genau, lauf bitte ins Feuer, danke. Der andere auch nochmal. Nee, der will nicht. Ich trinke erstmal einen Schluck. Der rennt ja auch noch ins Lagerfeuer. Und tot. Schön, dass die auch bei Regen immer so lange brennen. Ernsthaft. Ich mache mir oben kurz ein Feuer. Weil ich gerade friere. In meinem Holzhaus wieder mein Holzfeuer anbrennt. Ach scheiße. War doch gerade alle... Oh, Alter, wie viele sind denn das schon wieder? Na, du weißt, wie man die Treppe benutzt. Was ist denn los? Ihr nackten Ärsche, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was mache ich denn jetzt? Ich habe wieder nicht, oder? Warte mal, könnte ich mir wieder eine Bombe bauen? Ich habe hier... Nee,
Scheiße, als ich vorhin in der Höhle war, die ganzen Uhren gesammelt habe, bin ich ja gestorben. Ich kann mir eine Bombe noch bauen. Aber du, Exa hatte gesagt vorhin, dass es mit einem Schädel geht. Was fehlt denn jetzt noch? Dass es mit dem Schädel geht. Hey, was fehlt denn jetzt noch? Ich hatte doch vorhin... Ach so, Alkohol war's. Und jetzt mit einem Schädel? So ein? Nee. So ein? Ja, Headbomb. Ne, Headbomb. Junge, Junge. Da bin ich mal gespannt jetzt. Aber die müssen irgendwo stehen. Da kämpfen sie gerade. Scheiße, scheiße. Oh. So ein beschissenes Spiel, ey. Nee. Okay, ich würde sagen, wir überstehen da jetzt noch die Nacht gemeinsam und dann ist Schluss für heute. Oder was sagt die Uhr? Ich muss kurz mal gucken, die rammeln eh hier sinnlos rum. Ja, ist gleich um 12, deswegen so lange wollte ich heute gar nicht machen. Okay, also wir überstehen noch die Nacht gemeinsam und dann machen wir aus. Ich weiß noch nicht, wie wir sie überstehen werden. Ja, ob lebendig oder ob wir sterben. So ein Scheiß. Diese Bomben, ey. Ich hab vorhin schon 3, 4 Bomben geschmissen. Das waren keine Headbombs, das waren nur Zeitbomben, aber keine einzige hat funktioniert. Keine einzige. Hör auf zu vibrieren, Handy, es nervt. Danke. Also wie gesagt, für alle, die gerne mehr davon sehen wollen, ich habe, wie gesagt, auf YouTube schon 3 Folgen hochgeladen hiervon, von meinen Anfängen und auch von anderen Spielen. Falls ihr Interesse habt, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen würdet, wenigstens. Link ist unter dem Stream zu finden. Und hier, das geht munter weiter. Ich streame weiter The Forest, es macht mir mega Spaß. Auch wenn das so bekloppt ist und es einfach nicht funktioniert. Wo sind sie denn jetzt alle hinten? Jetzt sehe ich nichts mehr wegen meinem Zaun. Das ist auch toll. Ich hätte vielleicht erst bauen sollen und, weißt du, Stück für Stück bauen sollen. Und nicht schon den gesamten Baum dahin Zaun. Den gesamten Zaun dahin setzen sollen. So, ich glaube, die sind weg. Ich versuch's mal mit Schlafen. Laut und lärmig. Mach mal Licht an. Und Hitze. Dass wir tauen. Dass wir wieder auftauen. Wo sind sie denn? Ich höre zwar ihre Klavierklänge. Ist das Klavier? Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Das ist Klavier. Ah, da unten. Kann ich mir Pfeil und Bogen bauen? Pfeil und Bogen. Ich habe eine Feder, glaube ich, nur. Hm. Mist. Ist hier eine Möwe gerade in meinem Haus vielleicht? Die fliegen immer so gerne in mein Haus rein. Da liegt eine Tote. Ach, schade. Komm her, Möwi. Möwi. Hm. Okay, jetzt haben wir da schon 2. Ich will gar nicht kämpfen immer. Das ist halt das Problem. Ich habe aber... Eigentlich habe ich Rüstung. Eigentlich könnte ich... Da war eine Möwe. Ups. Ich müsste auch was trinken. Komm mal her jetzt. Trau dich mal. Ich poliere dir deinen... Ah! Scheiße! Hey, warum treffe ich den nicht? Der trifft mich natürlich. Hau doch mal auch drauf. Ja, danke fürs Abonnieren. Scheiße, ich sterbe. Oh, Schande. Jetzt häng ich.
ausgerechnet jetzt. Danke fürs Abonnieren, Exa. Exa hat mich doch mal abonniert. Wer hat mich vorher abonniert? Es tut mir leid, ich hab's nicht gelesen. Ja, ich war gerade so in Panik. Danke auf alle Fälle. Es tut mir leid, ich habe gerade einen nicht mitgekriegt. Werde ich dann hinterher in meinen E-Mails sehen, wer das war. Danke fürs Abonnieren. Oder in der Aufnahme, wenn ich sie mir nochmal angucke. Alter. Schwede. Bestimmt hier Gaming Shadow. Ach ja, siehste. Okay, dann ist ja alles gut. Danke fürs Abonnieren, Gaming Shadow. Es war gerade blöd. Es war gerade echt doof. Medizin brauchen wir. Und jetzt habe ich hier noch einen Wizard. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Dingens. Und wir müssen was trinken. So. Der Ärsche. Wieso habe ich den nicht getroffen, ey? Der hat mich getroffen. Ich hätte ihn perfekt so zack in den Kopf hauen können. Aber natürlich hat es nicht funktioniert. Ich glaube, jetzt sind sie weg. Ich versuche nochmal zu schlafen. Speichern? Nee, ich habe ihn schon wieder gehört. Wir können nicht schlafen. Verschwindet! Sieht immer so doof aus, wenn man die Maus so hin und her wackelt. Raus aus meinem Haus! Verschwindet von meinem Grundstück, ihr Belger! Warte mal. Wo sind sie denn überhaupt? Sind sie denn? Ich mach mal hier Feuer, vielleicht rennen sie wieder ins Feuer. So wie vorhin die Typen. Das war ja ganz lustig. Ah ne, das darf ich dann nicht anzünden. Habe ich jetzt aber gemacht, schade. Weil hier kommt sie ja dann nicht ran, wenn ich das anzünde. Ja, ein Zahn. Noch ein Zahn. Zahn. Zahn, 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 Zahn. Zahn, 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 Zahn. Schön, wir folgen hier quasi der Zahnspur bis zur Leiche. Schön. Ich nehme dich mal mit. Ach nee, auf E. Da könnte ich die Kannibalen dafür zu verlocken, dass sie wieder essen, weißt du? Vielleicht. Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe. Ach, vielleicht sind sie jetzt auch weg, weil ich gerade weggegangen bin. Aber vielleicht essen sie den auch, dann kann ich die von hinten killen. So als Ablenkungsmanöver. Natürlich. Nee, geht nicht. Geht nicht, dass die hier mich mal in Ruhe pennen lassen jetzt. Exa, warum hast du mich nochmal abonniert jetzt? War das wieder so ein Fehler von Twitch? Das wundert mich. So wie ich mich selbst immer mal abonniere. Oh, da hinten rennen sie weg. Das heißt, ich müsste doch jetzt schlafen können. Es wird Tag. Eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr schlafen, weil es gerade Tag geworden ist. Oder geht jetzt die Sonne wieder unter? Jetzt habe ich gerade den ganzen Tag verschlafen. Nochmal. Ich dachte, der Ach, egal. Wo sind sie denn? Das Feuer brennt übrigens immer noch. Ah, ne, jetzt gerade ausgegangen. Da hinten läuft was. Ganz. Da hinten. Aber die sind gar nicht jetzt bei mir hier. Warte mal, vielleicht? Wo seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr von mir? Ihr habt doch schon meinen Jungen geklaut. Ich habe ihn euch doch schon gegeben. Könnt ihr auch gerne behalten. Ich will nur meine Ruhe haben. Hä? Haben die meine... Sieht aus, als wären meine Dinger hier verschoben worden. Vielleicht bilde ich mir das auch noch ein. Wo sind die denn? Ich sehe das halt nicht mehr durch meinen Zaun. Sehe ich nicht mehr, wo die sind. Das nervt mich ein bisschen. Dezent nervt mich das. Da. Ach toll, ey. Es war schon Tag. Es war schon Tag. Oh. Hätte ich doch jetzt nicht... Oh.
34-Mann-L1-V3. Danke fürs Abonnieren. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt irgendwie... Ich habe keine Konzentration gerade. Morn, Erik. Sehr gut, ich spiele auch gern League of Legends. Ah, spiele ich auch ab und zu im Stream League of Legends. Danke fürs Abonnieren, Irelia. Horny Irelia. Gleich zweimal hintereinander, das freut mich. Hatte ich noch nie, dass zwei Abos gleich so hintereinander kamen. Das vorhin zählt nicht, weil der Exer hat mich schon mal abonniert gehabt, eigentlich. Ah, guck mal, da hinten, seht ihr das? Da hinten ist Licht. Da läuft wieder einer mit seiner Taschenlampe lang. Also mit seinem Schädelleuchtgerät. Ich habe mir übrigens eine grüne Decke bestellt, eine Queen Fleece Decke, damit ich bald hier mal mit Dingens arbeiten kann. Wie heißt es? Chroma Key. Mal gucken, wie das dann aussieht. Bin ich schon sehr gespannt. Es macht vor allem Sinn bei League of Legends oder anderen Spielen auch. Hier vielleicht auch. Ja. Ich finde es nämlich immer störend, wenn das hier so dieser ganze Kasten ist. Ich erzähle euch das gerade, weil hier nichts passiert. Ich weiß nicht, die laufen irgendwo. Vielleicht kann ich ja jetzt schlafen. Es ist ja jetzt gerade irgendwie Ruhe, oder? Hä, hey, was denn jetzt? Ich hab Durst. Ich sterbe. You are dying of thirst. Find some water. Ich sterbe wegen... Was? Habe ich im Inventar noch eine... Nein, ich habe nichts mehr zu trinken gerade. Schnell, da hinten ist Wasser. Ist zwar nicht abgekocht, aber egal. Trink das Wasser. Du hast doch vorhin immer das Wasser getrunken. Jetzt kann ich dich lesen, Exa. Was war denn los? Hat's gebackt? Ich sterbe gerade. Ja, wer den ganzen Tag verpennt, weißt du, der braucht sich nicht wundern, dass er dann an Durst stirbt und dann in der Höhle landet trotzdem. Wenigstens immer wieder in der Höhle, wo ich weiß, wie man rauskommt. Wenn wir nicht hängen. Okay. Vor allem lustigerweise hat er jetzt keinen Durst mehr. Furchtbar. So, schön. Jetzt sind wir hier. Kriechen bitte hoch. Wie die Kriechen. Sterbe ich an Durst, dass mir das mal passiert, ey. Nur weil ich die ganzen Koffer schon wieder... Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich laufe nach Hause. Ah, ein Stock. Ach, die haben wir schon genug. Gott sei Dank ist mein Inventar... Ich finde das klasse an diesem Spiel, dass das Inventar immer noch alles da ist. Habe ich was zu essen? Snickers haben wir. Bisschen Energie haben wir jetzt wieder. Wir laufen zurück. Okay, wir laufen jetzt zurück, dann speichere ich und dann machen wir Schluss für heute. Was ist das? Was soll denn das sein? Hat hier mal jemand gebaut und dann ist das kaputt gegangen? Warte mal, ich habe gerade hier... Ach, jetzt kann er hier trinken. Was war das denn jetzt bitte? Auch wenn er jetzt wieder Öl macht, sag ich doch. Jetzt kann er hier auf einmal trinken. Blöder Arsch. Ernsthaft. Das will mir nicht in den Kopf. Essen habe ich, aber ich habe ja bei zu Hause Essen. Zu Hause Hammer Essen. Zu Hause haben wir alles, was das Herz begehrt.
Plus kein Strom. Keine Toilette. Kein Computer. Kein Internet. Oh! DJMK913. Danke fürs Abonnieren. Du geiler Hund. Vielen Dank. Jetzt bin ich doch... Hier war ich auch noch nie. Ich guck mal kurz, ob hier ein Seil hängt. Brauche ich nämlich. Vielleicht haben wir hier gerade was Praktisches drin. Eine Uhr. Uhren brauche ich. Okay, hier hängen noch ein paar Beine. Boah, säglich. Abgehäutet. Also nochmal an alle Neuen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. Ich habe auch einen YouTube-Channel. Da habe ich schon die ersten Parts hier von Los Forestos, Popestos und Domestos hochgeladen. Da könnt ihr gerne die Anfänge nochmal gucken, wenn ihr Bock habt. Auf YouTube. Auch findet ihr unter Let's Seep. Und ich mache auch noch andere Let's Plays. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da abonnieren würdet. Wenn ihr da Lust drauf habt. Ich zwinge euch zu nichts. Ist natürlich freiwillig. Hey, warte mal. Ich laufe drum rum. Ich schwimme jetzt nicht durch. Würde mich tierisch freuen. Trotzdem. Und dann habe ich jetzt auch nochmal schön überzogen, eigentlich. Aber ich kann... Ich habe 2,5 Stunden aufgenommen, fast. Wenn wir zu Hause sind, sind es genau 2,5 Stunden. Dann kann ich das perfekt in 1/2 Stunde Folgen schneiden. Habe ich wieder 5 Folgen. Mensch, Mensch. Klasse, oder? Klasse. Hey, warte mal. Ich laufe doch gerade falsch. Keine Ausdauer, kein Leben. Aber egal. Also extra, falls du jetzt nochmal was geschrieben hast, das konnte ich jetzt wieder nicht lesen, gell? Dein letzter Satz war nur, hallo, kann mich wer lesen? Das ist das Letzte, was ich lesen konnte. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass Twitch gerade spinnt mit seinem Chat. Auch mit dem Stream, das funktioniert irgendwie aktuell gerade alles. Seit Freitag, oder? Heute ist ja Samstag, also seit gestern. Ist da irgendwie der Wurm drin. Ich mach kurz noch ein paar Koffer auf. So viel Zeit muss noch sein. Und die Folge von heute, falls ihr daran Interesse habt, ich habe es seit heute eingestellt, dass ihr das hier auch bei Twitch nachgucken könnt. Also könnt ihr die Folge meinetwegen nochmal von Anfang an gucken, falls ihr gerade erst eingeschalten habt. Das sind sogar, glaube ich, 2 Folgen. Weil ich zwischendurch mal kurz Internetleitung ausmachen musste. Oh, oh, wir verhungern gerade. Gleich sterben wir vor Hunger. Wir sind gleich da und... Das gibt es einfach nicht. Was gibt's nicht? Was ist los? Was ist los? G34-Mann-L1V3. Ja. So, wir sind wieder genährt. Gestärkt und genährt. Und hier liegt noch unser Kumpel. Arsch. Das war aus Rache dafür, dass ich schon wieder gestorben bin. Auch wenn ihr diesmal nichts dafür könnt. Konntet. Was wollte ich noch sagen? Genau, es sind 2 Folgen. So, meine Lieben, ich speichere jetzt. Und dann... Ach, German Life. Ah, okay. Ja, klar, jetzt sehe ich's. Okay, German Life nenne ich dich. Danke, jetzt kann ich dich lesen. Ich sag doch, der Chat hängt. Es tut mir wahnsinnig leid. So, meine Lieben, das war's für heute trotzdem. Danke fürs Zusehen, danke für die ganzen Abos. Ich glaube, so viele Abos habe ich an einem Tag noch nie gekriegt. Das macht mich wahnsinnig glücklich. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen spiele ich Outlast. Da könnt ihr gerne bei dabei sein. DJMK, dich sehe ich jetzt auch. Toll, jetzt ist es zu spät. Seep, jetzt sehe ich dich auch wieder. Darkness auf Jung. Ja, irgendwie hing der Chat jetzt, oder? Wenn ihr sagt, ich konnte euch nicht lesen, jetzt kann ich euch lesen. Tut mir leid. Tut mir wahnsinnig leid. Also, wie gesagt, morgen, Outlast wollte ich morgen spielen. Könnt ihr gerne dabei sein, so ab 18, 19 Uhr. Sagen wir 19, 20 Uhr. Wenn ihr Bock habt und es bei mir funktioniert, dann seid morgen wieder dabei. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht.
Sekunde, ich muss das Spiel noch schließen und dann kann ich erst den Steam stoppen. ja. Exit to Windows. Jetzt geht's wieder alles und jetzt gehe ich. Jetzt geht wieder alles und ich gehe. Okay, also, macht's gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für die ganzen Abos nochmal. Und wir sehen uns morgen. Ihr könnt mich auch übrigens, wenn ihr sehen wollt, wann ich streame, bei Facebook habe ich eine Seite. Bin bei Twitter. Ihr könnt mich also folgen und liken und da poste ich immer und schreibe, wann ich streame. Aber in der Regel immer abends. Immer so ab 19 Uhr. Manchmal auch schon 18, manchmal erst 20 Uhr. So in der Drehe. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüssi. Noch grinsen, bis ich den Knopf drücke. Tschüss.